Viele Firmen sind unzureichend geschützt gegen Cyberangriffe. In unserem Fall hier war der Kunde sehr gut geschützt, hat aber wie überall die grösste Schwachstelle, nämlich der Mensch, der Fehler macht. Und wie schnell ist es passiert, dass man auf einen falschen Link klickt, den man nicht hat, oder einen Dateianhang aufmacht in einer Mail. Und dann haben wir das Theater, dann ist es schon passiert. Morgen, als ich ins Büro kam, hat mich ein Mitarbeiter angerufen. Er hat recht besorgt am Telefon getönt. Er hat mir dann gesagt, dass er einen Plan für einen Kunden, den wir unbedingt bearbeiten sollten, nicht auftun kann, dass die gesperrt sind. Ich habe mich dann selber an meinem PC vergewissert, ob das wirklich so ist. Auch dort waren die Dateien gesperrt. Wir sind nicht auftun. Und so bin ich davon ausgegangen, dass wir von einem Cyberangriff, Hackerangriff verwünscht worden sind. Kurz darauf habe ich dann Baloas, die Versicherung, angerufen, weil wir dort vor ein paar Jahren eine Cyberversicherung abgeschlossen haben. Als uns der Kunde den Angriff geschildert hat, haben wir gerade gewusst, dass es sich um einen Ransomware-Angriff handelt. Bei so einem Angriff werden Daten beim Kunden verschlüsselt und unzugänglich gemacht. Dann wird normalerweise ein Lösegeld gefordert, so könnte man einen Code erhalten, um die Daten wieder zu entschlüsseln. Wir haben dann zusammen mit unserem Partner Wislinks erste Gegenmaßnahmen ergriffen und den Gesamtschaden zusammengestellt. Durch den Cyberangriff haben wir mehrere Tage, das heisst bis zu 14 Tage, Betriebsunterbruch gehabt, wo unsere Leute nicht arbeiten konnten. Wir hatten zum Glück noch physische Baupläne gehabt, wo wir einen gewissen Teil weiterarbeiten konnten. Aber nach rund 3 bis 4 Stunden musste ich 80% meiner Mitarbeiter heimschicken, weil die ganze EDV-IT einfach nicht mehr funktioniert hat. Die Herstellung der Daten war sehr aufwendig. Wir sind aber froh, dass wir dem Kunden helfen konnten. Und durch unseren 24-7-Service haben wir die Möglichkeit gehabt, auch früh am Morgen die ersten Massnahmen mit dem Kunden zu ergreifen. Wir waren total überrascht von diesem Cyberangriff. Ich hätte nie gedacht, dass unser Unternehmen ein interessantes Ziel ist für die Hacker. Ich war umso glücklicher, als wir eine Versicherung Cyber abgeschlossen haben, bei der Basler Versicherung, die uns dann auch unterstützt hat in der ganzen Datenwiederherstellung, wie auch den Betriebsunterbruch, den sie uns gezahlt haben.